Natürlich sind die beiden Spiele, die wir gegen HSV haben, immer was Besonderes. Das sind immer zwei geile Spiele. Glaubst du, dass der HSV das noch schafft? Ja, schwer. Also ich glaube, dass sie von der mentalen Seite her, glaube ich, jetzt im Plus sind. Also, dass sie da schon Vorteile haben, weil sie die letzten Spiele gepunktet haben, Erfolgserlebnisse hatten. Das hatten die anderen Mannschaften nicht. Ja, es wird sehr interessant. Ich mag da keine Prognose abgeben. Ist dir das eigentlich egal oder sagst du dir auch mal gehen? Ach, da liegt eigentlich gar nicht so mein Fokus drauf. Natürlich sind die beiden Spiele, die wir gegen HSV haben, immer was Besonderes. Das sind immer zwei geile Spiele. Das wäre schade, wenn wir sie nicht mehr hätten. Aber sonst. Ist da mache ich mir wenig Gedanken darum. Ja, eigentlich haben sie ja selber schon den HSV abgeschrieben. Jetzt, glaube ich, haben sie nochmal Hoffnung. Ich glaube, eigentlich haben sie alle schon damit abgeschlossen, dass der HSV nächstes Jahr zwei Liga spielt. Jetzt haben sie nochmal eine Möglichkeit oder die Chance ist nochmal da.